In den YouTube-Kommentaren haben sie mich darum gebeten, doch mal von meinen Tagesabläufen zu berichten. Und natürlich gibt es da normale Tage, wo ich überwiegend in der Kanzlei tätig bin. Es gibt aber auch die besonderen Tage. Und einer dieser besonderen Tage, der ist heute. Ich bin auf dem Weg nach Köln zum Flughafen, denn ich werde gleich nach Mallorca fahren. Dort ist die nächsten Tage das Seminar vom Willy Plattes und der Plattes Group zum Thema Neudenken. Dabei handelt es sich um ein Wirtschaftsforum, wo total wichtige Politiker sind, ja, außer herausragende Unternehmer und auch spannende andere Teilnehmer und Referenten, wo ich die nächsten 2-3 Tage sein werde. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, einen Tag früher hinzufliegen, weil ich treffe mich vor Ort noch mit Geschäftspartnern, Mandanten und Freunden und danach gehe ich dann einmal rüber zum Seminar für 2 Tage und danach fliege ich auch wieder zurück. Ich bin ja extra einen Tag früher angereist, war zunächst in einem Hotel unten an der Playa, direkt am Strand. Ich bin da nicht anspruchsvoll, Hotel hat 79 Euro gekostet, das war für mich völlig in Ordnung. Am nächsten Morgen bin ich früh morgens um 6.30 Uhr aufgestanden, das Frühstücksbuffet gab es noch nicht. Mit einem Brötchen in der Hand bin ich dann ins Taxi gestiegen, habe mich um 7 Uhr mit Freunden am Hafen getroffen und ja, mit dem bin ich dann eine Runde morgens um 7 Uhr Wakeboarden gegangen, quasi vor der Arbeit. Florian hat das quasi das erste Mal gemacht und ja, der hat das schon ganz gut gemacht. Danach war ich an der Reihe. Ich habe das schon regelmäßig gemacht. Es lief ganz gut. Es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, praktisch mit der Morgensonne einmal durch die Bucht von Palma zu wakeboarden. Anschließend kam Valentin. Valentin ist ehemaliger Kite-Profi. Der hat auch das Wakeboarden richtig gut drauf. Der hat uns noch ein paar Tricks und Tipps verraten. Und ja, das wollte ich dann auch noch mal probieren, hier insbesondere über die Wellen zu springen. Manchmal hat es gut funktioniert, aber naja, es war auch der ein oder andere Ausrutscher dabei und da hat es mich ganz schön auf dem Wasser zerschlagen. Danach habe ich im Hotel ausgecheckt, bin rüber in das Seminarhotel. Super schöner Ausblick über die gesamte Bucht von Palma, über den Yachthafen. Super beeindruckende Location. Es gab abends dann den Empfang auf der Terrasse des Hotels. Es war super beeindruckend, super viele Persönlichkeiten vor Ort, ein super schöner Empfang mit unglaublich vielen Eindrücken, die ich dort genießen durfte. Für mich besonders beeindruckend war, dass mich viele der Teilnehmer kannten, aktiv angesprochen hatten, bei uns bereits Mandant war und wir auch direkt deren fachlichen Themen besprechen konnten. Das hat mir persönlich sehr gut gefallen und dadurch hat man natürlich auch viele weitere geschäftliche und private Kontakte knüpfen können. Also ein rundum gelungener Abend dieser Eröffnungsveranstaltung. Am nächsten Tag ging es weiter mit Seminaren. Es waren unglaublich tolle Redner. Moderiert wurde die Veranstaltung von Sabine Christiansen. Willy Plattes, der Veranstalter, hat auch aktiv teilgenommen. Es war der Wirtschaftsnobelpreisträger da, Professor Dr. Josef Stiglitz, auch gestandene Manager wie Dr. Herbert Dies. Er war Vorstandsvorsitzender vom Volkswagen-Konzern, aktuell ist er Aufsichtsratsvorsitzender von Infineon. Es waren viele Politiker da, zum Beispiel haben Wolfgang Kubicki einen Vortrag gehalten, ebenso wie Peer Steinbrück. Es war spannend, hier allen Teilnehmern einmal zuzuhören. Mittlerweile bin ich wieder gelandet. Ich bin nun auf dem Rückweg in die Kanzlei. Ich werde noch 2 Stunden arbeiten. Auch dann werde ich Feierabend machen. Und mein nächster Arbeitstag, der geht dann morgen weiter. Und darauf freue ich mich. Und von daher wünsche ich Ihnen alles, alles Gute. Schön, dass Sie diesem Sonntagsvideo gefolgt sind. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Abonnieren Sie gerne diesen Kanal. Bis zum nächsten Video.